Hallo ihr Lieben, und zwar wir machen jetzt einen grünen Smoothie, auch wenn da jetzt zum Beispiel Banane dabei ist, wo nicht grün ist, ist es aber trotzdem ein grüner Smoothie. Und zwar, ich sag euch einmal, was ich jetzt habe. Ich habe hier drin eine Handvoll Gurke, dann, weil ich keine normalen Leinsamen mehr hatte, habe ich jetzt Leinsamenmehl, so anderthalb Esslöffel genommen. Das muss man auch nicht unbedingt nehmen. Das ist ja eher das Ganze noch, was sättigt, wenn man das jetzt nicht unbedingt dazu noch braucht. Also, dass es extrem sättigen muss, dann kann man das auch weglassen. Dann habe ich hier 250 Milliliter Haselnussmilch. Hier drin habe ich eine halbe Avocado, eine halbe Banane. Und hier drin habe ich noch so zwei Blätter Minze und eine Handvoll Blattspinat. Das geben wir jetzt alles zusammen. Bin mal gespannt, ob das klappt mit dem Pürierstab. Sonst müsste ich es doch in den Shaker geben. Ich wollte es mal so probieren. Weil, was ich nämlich eben noch ausgedruckt habe, das wollte ich euch dann gleich nämlich nochmal zeigen, beziehungsweise ich werde es euch dann verlinken. Weil ich das eigentlich richtig cool finde. Und zwar, bevor wir das verrühren, zeige ich euch das mal. Und zwar, das habe ich mir nämlich eben ausgedruckt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und zwar, wenn ihr das hier sehen könnt, da steht dann drauf zum Beispiel, dass man ein Viertelliter sich aussuchen soll, ob man Wasser nimmt, Kokoswasser, zum Beispiel Tee kann man ja auch nehmen, Nussmilch, wie ich jetzt zum Beispiel, oder Saft. Wenn man natürlich einen fertigen Saft nimmt, der hat natürlich Zucker und alles drin. Da müsste man sich dann halt auch überlegen, ob man dann halt einen Saft auch wirklich dann auspresst. Dann wähle eine grüne Grundlage, zwei Hände voll. Also ob man da jetzt Grünkohl, Spinat, sind ja nur Beispiele, Salat, Kräuter, Gurke nimmt. Dann wähle ein bis zwei Früchte aus. Und dann zu guter Letzt wähle ein Energiebooster. Wie, was ist hier unten? Kakao, hier Bienenpollen, Matcha, Ingwer, Leinsamen. Und dann, wenn man das so zusammengestellt hat, kann man das Ganze halt mixen. Aber wie gesagt, das verlinke ich euch dann, weil dann kann man einfach ganz individuell sich das so zusammenstellen, wie man halt mag. Und vor allem mag man ja auch nicht unbedingt jeden Tag das Gleiche. Und genau, aber jetzt verrühren wir das mal. So, jetzt haben wir hier unseren Smoothie. Jetzt probieren wir den mal. Oh, der schmeckt sehr lecker. Nur kommt nicht alles durch den Strohhalm durch. So tue ich den mal auf die Seite. Ah, jetzt nochmal. Super cremig. Oh, super lecker. Super, super lecker. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Außer, wie gesagt, den Link, wo ihr euch das nachgucken könnt, ist in der Infobox. Und dann kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!